Hallo, ich bin der Rainer von den 08er Eierhöfen aus Baden-Württemberg. Heute will ich euch mal zeigen und erklären, wie man auf dem Biolandhof Duttlinger ein Hühnermobil umstellt. Wir beginnen beim Umsetzen des Stalls mit dem Abbau des Mobilzaunes. Wir legen jetzt schon das Stromkabel, weil ganz wichtig ist, dass wir den Stall nur ganz kurz den Strom abnehmen, wegen der Hitze, wegen der Lüfter und so weiter, dass es einfach ratzifatzi geht. So, das war eine kurze Stromunterbrechung. Willkommen! Gut. So, Stall ist umgesetzt und jetzt bauen wir alles wieder auf. Da Hühner ja nicht duschen oder baden können, so wie wir, aber sie sich auch gerne reinigen, ist hier speziell ein Staubbad geeignet für die Hühner. Da können sie sich drin richtig wohlfühlen, baden, scharren und so weiter. Einfach super Sache. Da sieht gleich, wie leicht das alles ist. Wie Wasser. Hört sich jetzt ein bisschen extrem an, aber es ist wirklich so. Bevor wir jetzt den Mobilzaun wieder stecken, müssen wir kurz das Gras zurückmähen, dass wir auf dem Zaun nachher vor dem Schutz vor Fuchs und so weiter einfach die volle Energie haben. So, nach getaner Arbeit 2,5 Stunden Hühnermobil umsetzen. Die Hühner, sie kommen. Bisschen erschrocken natürlich, das ist für sie nicht so gewöhnlich. Aber man sieht, sie wollen ins Gras. Es ist jetzt natürlich für die Hühner durch die Umstellung, durch das Fahren und das Wackeln. Erstmal schauen, wo bin ich? Mich orientieren. Sie haben jetzt natürlich gegessen, getrunken, Ei gelegt. Wir haben jetzt fast 12 Uhr mittags. Jetzt können sie richtig in Grün wieder sich bewegen. Das Umsetzen muss jährlich mindestens 4-mal an eine neue Parzelle erfolgen. Und darum ist das Ei nachher gegenüber einem Feststallei auch teurer im Markt. Ich habe euch jetzt gezeigt, wie der Umzug vom Mobilstall mit 160 Bioland Mobilstallhühner war. Jonas wird euch jetzt im nächsten Film zeigen, wie man das Hühnermobil mit Futter, Wasser und so weiter befüllt, die Eierentnahme und so weiter. Ich wünsche euch viel Spaß.